I should slow down, take it easy. I just keep on staring at my phone. Yeah, my head's spinning, heart's racing, knowing that you could give me a call. I lay awake at night because all. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich bin wieder mal im IKEA und zwar mit meiner Mama und mit dem kleinen Doggy. Und wir wollten heute erstens mal einen neuen Lattenrost besorgen, weil mein alter einfach zusammengebrochen ist. Ich habe da wirklich richtig gespart und habe dann den günstigsten genommen. Kann ich nicht empfehlen, weil der ist echt zusammengebrochen. Und wir wollten auch die Vorhänge machen. Ich habe jetzt so ein Band bestellt. Aber das Problem ist jetzt noch, bei den Vorhängen fehlt mir noch das Hinterteil. Also dieses Endstück. Und das gibt es aktuell irgendwie nicht. Aber ja. Eine neue Decke brauche ich auch. Ich bin wieder back at home und Mama hat alles mitgenommen, ein Bügelbrett und alles, was wir brauchen für die Vorhänge. Und mir ist einfach aufgefallen, dass ich, glaube ich, ein Denkproblem hatte, weil ich habe insgesamt 3x2 Vorhänge gekauft und irgendwie aus irgendeinem Grund dachte ich, dass es reicht, wenn ein Fenster einen Vorhang hat. Und ich habe mir das so gedacht, dass ich, also ich dachte nicht, dass ein Fenster doppelte Vorhänge braucht und ich habe viel zu wenig Vorhänge. Ist mir aufgefallen, was irgendwie erschreckend ist, weil ich so viel gezahlt habe schon für die Vorhänge, aber ich bräuchte noch das Doppelte. Ich schaue jetzt mal, ob ich das irgendwie hinbekomme. Ja, aber der Plan ist es jetzt, das abzuschneiden. Wir haben es gerade abgemessen und genau, ich mache das jetzt bei allen Vorhängen und ich nehme euch mit und ich hoffe, dass das dann gut aussieht, aber ja, mal schauen. Ich habe heute auch noch eine Decke mitgenommen, weil ich wollte irgendwie ein bisschen eine wärmere Decke haben für den Winter und so ein paar Kleinigkeiten wie ein Kissen und so, aber nichts Spannendes. Und ja, ich mache das jetzt und genau. Das hier ist das Update. Wir haben jetzt schon 2 Vorhänge aufgehängt. Das sieht hier auch unten richtig schön aus. Meine Mama macht das richtig genau. Die ist schon beim Bügeln. Lucy ist auch dabei als Unterstützung. Und ja, wir haben eben das Problem, dass ich nur noch hier einen Vorhang habe. Das heißt, die Fenster haben keinen Vorhang. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt noch einen neuen kaufen soll, aber irgendwie hätte ich schon gern die ganze Fensterfront. Weil ich finde, so sieht das auch schon mal richtig schön aus. Und genau, jetzt geht es weiter ans Schlafzimmer. Da habe ich nämlich einen rosaroten Vorhang. Und zwar habe ich für das Schlafzimmer einen rosaroten Vorhang, der blickdicht ist. Das heißt, da geht auch keine Sonne durch, weil ich wollte so ein bisschen eine Abdunkelung haben. Und genau, da habe ich dann das hier und das hänge ich jetzt auf und dann wird das ausgemessen. Leute, der Vorhang ist completed. Man sieht es jetzt nicht, weil es so ein bisschen gegen das Fenster, gegen das Licht gefilmt ist, aber ich habe hier so einen rosaroten und das hier ist so ein Vorhang, wo man von außen nicht reinsehen kann, aber von innen eben nach außen. Das finde ich richtig schön und ich finde es generell richtig pretty. Dann zeige ich euch mal, wie das hier aussieht. Erstens habe ich die Bilder geändert. Ich finde, das hier sieht auch schon mal viel besser aus jetzt mit den 3 Bildern. Und dann haben wir hier die ganze Front. Ich habe eben leider zu wenig Vorhänge gekauft, wie man sehen kann. Also ich dachte irgendwie, dass ich nur einen Vorhang pro Fenster brauche, aber ich brauche 2. Irgendwie, ich weiß nicht, mein Kopf hat das irgendwie falsch gedacht. Und das hier finde ich so schön. Ich habe das bei Amazon gekauft. Ich kann euch das gerne mal in der Infobox verlinken. Und ich werde mir das nochmal bestellen und da hier hinhängen, weil ich finde, das macht richtig viel aus. Und ja, ich finde es mega pretty. Und ich muss echt sagen, dass ich heute oder jetzt gerade ein bisschen Bauchschmerzen habe von der Spirale. Also ich merke das irgendwie heute voll. Ich weiß nicht, woran es liegt, wieso ich das heute gerade richtig merke. Aber ich wollte eigentlich ganz, ganz gerne noch laufen gehen heute oder ins Gym und ich schaue jetzt mir das mal an. Sonst nehme ich irgendwie Schmerzmittel oder so und oder ich ruhe mich kurz aus und dann eigentlich möchte ich mich heute echt gerne noch mal bewegen. Ja,
Aber mal schauen. Ich mache mir hier gerade nochmal einen Kaffee, ruhe mich aus und dann schaue ich mal, ob ich nochmal laufen gehe. Es ist jetzt mittlerweile Abend. Der Mann von meiner Mama war gerade hier und hat noch das Bett gerichtet, weil eben der Lattenrost eingebrochen ist. Und jetzt kann ich wieder drauf schlafen, was sehr gut ist. Also ich habe wirklich einen richtig günstigen Lattenrost gekauft und da ist dann einfach eingebrochen in der Früh, was nicht so toll war. Und ich habe mich tatsächlich dafür entschieden, nicht zum Sport zu gehen, also gar nicht Sport zu machen. Das fällt mir irgendwie total schwer. Also wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, fällt es mir wirklich schwer, die Grenzen von meinem Körper wahrzunehmen und die dann auch einzuhalten. Also ich habe eben ziemlich heftige Bauchschmerzen bekommen, was Spiralenbauchschmerzen sind. Also das fühlt sich extrem an wie halt Periodenschmerzen, nur noch viel stärker. Ich habe jetzt auch Schmerzmittel genommen und vielleicht habe ich einfach mich zu wenig ausgeruht und deswegen bin ich nicht laufen gegangen, bin nicht ins Gym gegangen, weil es so wichtig ist, dass man auf die Grenzen vom eigenen Körper hört und ich habe mich einfach gar nicht jetzt danach gefühlt und habe mir gedacht, ich glaube, ich brauche jetzt eine Pause. Ich habe nichts mehr zum Essen zu Hause. So, das hier, das ist jetzt so ein typisches Girl-Dinner. Ich habe hier so eine Erdnuss-Sojasauce mit Ei, aufgeschnittene Gurke und Brot. Und das esse ich jetzt. Ich meine, es sieht echt richtig gut aus. Und währenddessen höre ich den Podcast von Stefanie Giesinger, Toxische Weiblichkeit. Ist echt eine riesige Empfehlung. Ich finde es gerade so spannend, dazu zu hören. Ich bin gleich schon fertig und der ging jetzt 1,5 Stunden. Also ich habe den jetzt innerhalb von 3 Tagen immer mal wieder gehört. Aber kann ich sehr empfehlen. Finde ich super, super spannend. Mal ganz kurz, wie pretty das aussieht. Ich habe mir übrigens gerade meine Haare geölt und ich muss die gleich waschen. Sieht immer dann ein bisschen crazy aus, weil ich habe auch noch so eine Kur drin. Aber es sieht richtig schön aus. Ich gehe jetzt gleich auch baden und ich habe jetzt den 2. Podcast angemacht von Stefanie Giesinger. Den wollte ich mir für heute Abend, das wollte ich mir heute Abend anhören, auch beim Baden, weil ich das Thema irgendwie total spannend fand. Das ist das Thema, was ich letztens im Podcast auch besprochen habe, was so ein bisschen mein Therapie-Update war, und zwar Mut zur Wut. Also ich weiß noch nicht, um was es geht, aber ich höre mir das gleich an. Ich finde den Podcast von ihr echt richtig gut, weil man da einfach so ein bisschen Weiterbildung hat zu verschiedenen Themen. Finde ich immer richtig spannend. Und ja, ich gehe jetzt gleich duschen, Haare waschen und abgeschminkt bin ich auch schon. Es ist jetzt 9 Uhr. Ich möchte heute so ein bisschen früher schlafen gehen. Morning has broken, my windows are open. Wanna feel the wind go through my hair. Which way do I follow? What happens tomorrow? I turn to you and hope you can guide the way. Sometimes I give up, just wanna be on my own. Hallo, heute ist der nächste Morgen und ich mache mich gerade fertig. Ich habe richtig gut geschlafen und gestern Abend war es auch noch richtig cozy mit den ganzen Lichterketten und ich finde immer so Kleinigkeiten, wenn man so Kleinigkeiten bei der Wohnung verändert, dann macht das gleich so ein anderes Gefühl. Also ich freue mich jetzt richtig darauf, dass meine Wohnung immer mehr wohnlicher wird und nächster Step ist, dass ich super gerne noch im Wohnzimmer so einen Esstisch oder nicht einen Esstisch, sondern so einen Wohnzimmertisch hätte. Ich glaube, das fehlt auf jeden Fall noch, weil ich habe heute meinen Lock ein bisschen anders gemacht, so ein bisschen Blowout-mäßig. Weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich muss sie nachher nochmal so ein bisschen durchfrisieren. Und mir geht es heute auch schon wieder viel besser. Also ich habe Gott sei Dank keine Bauchschmerzen mehr. Ich glaube, das ist auch normal, so innerhalb der ersten Wochen. Ich freue mich daher heute richtig auf ein bisschen Bewegung. Ich glaube, ich gehe entweder noch laufen, wenn das Wetter schöner wird, weil gerade ist das Wetter irgendwie super nebelig und regnerisch. Aber ich glaube, es sollte dann noch auftun. Und ansonsten habe ich heute sehr viel Arbeit zu tun. Genau, jetzt mache ich mich mal fertig und nebenbei höre ich den Podcast. Er ist super interessant und genau. Schön, dass du Wut empfinden kannst, weil in meiner Therapie war das auch so lange Thema, weil ich sehr schlecht Wut empfinden kann. Bei Frauen ist es ja eh so, dass man in der Gesellschaft eher sagt, Wut wird Frauen abgesprochen. Das sollten sie nicht empfinden, das ist eher was Männliches und vielleicht ist das der Grund, wieso ich Wut so selten empfinden kann. Und ich arbeite super stark daran, weil ich glaube, Wut kann toll. Auch was Produktives sein. Ich habe gerade eine Kooperation abgefilmt und habe mir so Nail Art Design gemacht. Das war das erste Mal, dass ich meine Nägel
Also so ein bisschen Nail Art gemacht habt, seid ihr bereit? Irgendwie, ich finde es nicht 100% schlecht, aber ich meine, es ist noch sehr viel Luft nach oben, aber irgendwie bin ich auch ein bisschen stolz. Und zwar sehen die so aus. Ich habe so kleine Kürbisse gemacht und ja, einfach so ein bisschen orange und ja, was sagen wir? Schreibt gerne mal in die Kommentare. Ich finde sie gar nicht so schlecht, aber ihr seht, glaube ich, was ich meine. Es ist jetzt nicht 100% professionell. Und die Hand habe ich noch nicht gemacht. Da bin ich gerade noch ein bisschen zu faul. Schnell die Wohnung aufräumen und danach laufen gehen. Ich freue mich richtig. Ich liege richtig gut in der Zeit. Und das Wetter ist jetzt schön. Und ja, ich bin sehr happy. Aber jetzt als erstmal werde ich die Wohnung aufräumen, weil ich versprochen habe, beziehungsweise habe ich mir vorgenommen, dass ich die Wohnung nicht mehr messy hinterlasse. Es ist jetzt, glaube ich, nicht immer möglich. Aber heute zum Beispiel, normalerweise wäre ich einfach laufen gegangen und wäre dann zurückgekommen, wäre, ja, hätte mich geärgert. Aber heute werde ich die Wohnung aufräumen und danach laufen gehen. Ja. Ich habe jetzt die Wohnung aufgeräumt und währenddessen ein Hörbuch angehört. Und zwar das Buch People Pleasing. Ich habe das vor einiger Zeit mal angefangen und habe das dann irgendwie ein bisschen aus den Augen verloren und habe das jetzt weitergehört. Und ich finde das richtig, richtig gut. Vor allem, mir hilft das extrem, wenn ich immer mal wieder solche Bücher höre, die mich daran erinnern, dass ich mehr zu mir selber stehen soll und mehr meine Grenzen aufziehen soll. Und mit dem Thema Grenzen beschäftige ich mich aktuell sehr stark. Deswegen kann ich euch das Buch total empfehlen. Ich höre das wie immer bei BookBeat. BookBeat ist einer meiner absoluten Lieblings-Apps, weil ihr kennt mich. Ich habe das jetzt öfter auch gesagt. Ich finde super selten im Alltag richtig Zeit zum Lesen. Und BookBeat ist einfach perfekt. Also das ist für mich super entspannend, wenn ich das neben dem Aufräumen, neben dem Kochen, wenn ich irgendwo hinfahre, dann höre ich einfach immer ein Hörbuch und lerne nebenbei so ein bisschen. Es gibt aber nicht nur Mindset-Bücher oder so Persönlichkeitsentwicklungsbücher, sondern zum Beispiel gibt es auch Fourth Wing bei BookBeat, was richtig nice ist. Ich lese ja aktuell Fourth Wing. Also generell Fantasy, alles Mögliche gibt es bei BookBeat. Ihr könnt BookBeat 60 Tage lang kostenlos testen mit meinem Code DailyVania. Ihr könnt da nichts verlieren, also schaut das super, super gerne mal vorbei. Ich empfehle es wirklich jedem weiter. Und wie gesagt, ihr könnt da einfach gar nichts verlieren. Also ihr könnt jederzeit das Abo auch kündigen. Aber testet das unbedingt mal aus. Ich habe euch den Link in die Infobox gepackt und hört da unbedingt rein und nutzt meinen Code. So, ich habe mich jetzt angezogen und gehe jetzt zum Laufen. Ich habe jetzt alles vom Boden aufgehoben, damit ich währenddessen den Staubsaugroboter fahren lassen kann. Dann wird da gestaubsaugt und ja, das ist mein Outfit. Ich teste übrigens gerade eine neue Sportmarke. Hab die jetzt zum ersten Mal an. Erster Eindruck ist schon mal gut. Farbe finde ich schön, aber wir testen das jetzt mal beim Laufen. Und yes, let's go. Would lie to you, didn't matter what I do. She's got a hold on me. Konnte heute irgendwie nur so 3 Kilometer laufen, das heißt nur, ich bin trotzdem happy, dass ich es gemacht habe, weil irgendwie habe ich dann richtig Bauchweh wieder bekommen und ich bin so, ich glaube, ich muss echt jetzt kurz chillen, damit das gut alles verheilt und keine Ahnung was. Ja, also ich habe wieder ein bisschen Bauchschmerzen bekommen, aber ist normal, gehört dazu. Und ich wollte mit euch über eine Erkenntnis sprechen, die ich hatte. Ich habe übrigens bei dem Nägel jetzt, also beide Hände lackiert und ich liebe es total. Irgendwie bin ich jetzt voll im Herbst-Vibe bzw. Herbst-Stimmung. Und in letzter Zeit, wo ich vermehrt an mir arbeite und auch mehr an meinen Beziehungen mit meinen Menschen in meinem Leben arbeite, habe ich viele Erkenntnisse oder irgendwie so Sachen, die ich gerne mit euch teilen möchte. Ich hoffe, dass euch das interessiert. Das ist immer so random, die Themen, aber mir ist aufgefallen, dass es gibt ja verschiedene Love Languages, also Sprache der Liebe, wie Menschen ihre Liebe erhalten und wie Menschen ihre Liebe zeigen. Und irgendwie dieses Konstrukt hat total meine Beziehungen verbessert, weil ich bei jedem Menschen analysiere, welche Love Language hat dieser Mensch und wie kann ich dem Menschen zeigen, dass ich ihn liebe und wie kann der das am besten aufnehmen. Und das alleine schon, also jetzt nicht nur in Beziehungen, sondern auch eben so Vater, Mutter, Geschwister, alle möglichen Menschen. Aber auch, was mir auch aufgefallen ist, dass nicht jeder die gleiche Sprache hat, wie man für jemanden da ist. Also das, zum Beispiel jetzt, wenn ich einen schlechten Tag habe, dann möchte ich, dass ich von jemanden einfach Liebe bekomme, einfach von jemanden, der soll mich umarmen. Ich möchte dann einfach so mich fallen lassen können.
Aber nicht jeder Mensch möchte das, wenn man einen schlechten Tag hat, schlechte Laune hat, irgendwas Schlechtes passiert ist. Und was mir aufgefallen ist, wenn man mal wirklich drauf achtet, wie Menschen dich behandeln, wenn es dir nicht gut geht. Ich habe zum Beispiel Freundinnen, die extrem einfühlsam sind und dann sagen, ich habe Freundinnen, die schütten mich dann mit Liebe zu. Und das sind Freundinnen, die brauchen zum Beispiel auch das, wenn es ihnen nicht gut geht, dass ich dann das Gleiche für die mache. Also quasi die auch mit Liebe zuschütte. Dann gibt es aber auch Menschen in meinem Leben, die, wenn es ihnen nicht gut geht, die wollen das nicht. Die wollen nicht, dass man sie mit Liebe zuschüttet, sondern die wollen einfach, dass man entweder die in Ruhe lässt oder mit denen eine Lösung findet. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Aber man muss mal aufpassen, weil manche Menschen reden nicht so offen darüber. Man muss mal aufpassen, die Menschen, die nahe in deinem engeren Kreise sind, wie die dich behandeln, wenn es dir nicht gut geht. Und genauso wollen die behandelt werden, wenn es ihnen nicht gut geht. Und macht das mal und legt dann so eure Strategie, wie ihr Menschen behandelt, wenn es denen nicht gut geht, beiseite. Und behandelt die Menschen so, wie die behandelt werden möchten. Also ich habe jetzt angefangen, weil meine Strategie ist es auch, Menschen dann mit Liebe zuzuschütten. Aber ich habe gemerkt, dass es für viele Menschen total einengend sein kann oder einfach nicht die Art und Weise, wie es ihnen besser geht. Und es geht ja in dem Moment dann darum, dass es den Menschen besser geht. Sondern entweder ich versuche dann eine Lösung zu finden mit ihnen zusammen oder ich ignoriere die, also ich gebe denen quasi Space und Raum, erstmal das Ganze zu verarbeiten. Und ich versuche dann aber auch nichts persönlich zu nehmen, weil das ist auch der größte Fehler, dass man versucht, seine ganze Liebe dann zu geben und dann es total persönlich nimmt, wenn die andere Person es einfach nicht annehmen kann in dem Moment. Wisst ihr, wie ich meine? Und mein größtes Learning auch ist es, in Beziehungen nichts persönlich zu nehmen. Gerade was Launen betrifft. Ich nehme Launen so krass auf und vor allem nehme ich Launen von anderen Personen extrem persönlich. Und das Leben ist so viel einfacher, wenn man nichts persönlich nimmt, wenn man checkt, man ist nicht für alles verantwortlich. Und Menschen können auch mal schlechte Laune haben. Und ich habe jetzt wieder ein bisschen länger geredet darüber, aber probiert es mal aus, wirklich, das ist voll der Game Changer. Das Wetter ist so pretty. Und ich habe jetzt einen Therapietermin, das heißt, ein bisschen spät dran. Eigentlich nicht, Leute. Wenn ich sage, ich bin spät dran, dann ist es so meine eigene Grenze in meinem Kopf. Aber ich bin nie spät dran, nicht wirklich. Und jetzt muss ich noch ein Outfit raussuchen, dann gehe ich los und ja, mal schauen. Das Wetter sieht gut aus. Das ist mein Outfit. Ich habe hier so ein Oberteil an, das habe ich noch nie angezogen. Es ist so ein bisschen rückenfrei, weil das ist warm. Ich sehe schon die Kommentare, ich höre die Kommentare schon. Dann habe ich so die Lederjacke drüber angezogen, die Hose, die ich aus Australien habe und meine Winterschuhe. Und genau, meine Nägel sind immer noch toll. Ich würde sagen, ich gehe jetzt los. Ich bin wieder back at home. Ich bin schon ein bisschen länger zurück. Ich war danach noch mit einer Freundin frühstücken und Kaffee trinken. Und jetzt sitze ich die ganze Zeit auf meinem Sofa. Und man sieht es vielleicht, ich habe hier ein bisschen Chaos, weil ich habe heute den ganzen Tag Buchhaltung gemacht. Und es dauert echt immer so einen ganzen Tag, also einen ganzen Nachmittag. Und morgen muss ich auf jeden Fall den Rest machen, weil ich heute nicht fertig geworden bin. Ich gehe jetzt gleich zum Tanzen. Ich freue mich richtig. Und jetzt wollte ich so ein kleines Therapie-Update geben. Ich habe gerade mal so ein bisschen reflektiert. Ich habe auch einiges aufgeschrieben nach der Therapie. Heute gab es nicht wirklich so eine Erkenntnis. Wir haben auch sehr viel über so Themen gesprochen, über die ich schon öfter gesprochen habe. Heute ist es viel um das Thema Grenzensetzung gegangen, weil das bei mir ein Thema ist, was ich einfach noch nicht so gut drauf habe für mein eigenes Leben. Und um das Thema, es jedem recht machen zu wollen. Und gerade bei mir, ist es so, dass ich super vielen Meinungen ausgesetzt bin und ich kann es nicht jedem Menschen recht machen. Was für mich dann manchmal total überfordernd ist, weil ich möchte, dass jetzt zum Beispiel auch auf Content bezogen, ich möchte, dass jeder sich wohlfühlt auf meinem Kanal. Ich möchte für jeden irgendwie so einen Safe Space schaffen. Und es gibt Menschen, die wollen das. Dann gibt es Menschen, die wollen das. Und es ist für mich manchmal, ich versuche immer auf jedem zu hören, aber
für mich ist es dann manchmal so, was möchte ich eigentlich? Und dieses, was möchte ich eigentlich, ist dann sowohl online als auch privat manchmal so ein bisschen vermischt mit Meinungen von anderen. Und da versuche ich gerade so ein bisschen dran zu arbeiten, dass ich es nicht jedem recht machen kann, dass ich mein Leben mehr nach mir leben sollte, anstatt von Vorstellungen und Meinungen anderer. Und Grenzen setzen. Einfach Grenzen setzen ist so wichtig. Und ja, das war eigentlich so das Thema von heute. Ich habe gar nicht so wirklich eine Message an euch, aber wollte einfach nur sagen, was das Thema von heute war. Und finde es manchmal auch ganz gut, einfach so drüber zu sprechen, weil das Thema dann irgendwie präsenter auch nochmal wird im Kopf. Und man einfach so ein bisschen mehr drauf achtet auch. Und genau. Ich ziehe mich jetzt an. Ich habe heute Heels und Hip-Hop. Da wollte ich jetzt gleich mein Outfit zusammenstellen. Dann habe ich habe es euch noch gar nicht erzählt, Leute. Ich glaube, ich habe es euch noch nicht erzählt. Ich glaube, ich habe es nur auf Instagram erzählt, aber das ist jetzt keine Werbung. Aber John Strilecki, der Autor, hat mir Bücher zugeschickt. Entschuldigung. Wie crazy ist das denn? Vor allem, was ich auch richtig krass finde, also die Bücher von John Strilecki, ich weiß nicht, ob ihr den Autor kennt, aber ich habe wirklich alle seine Bücher gelesen. Das ist der Autor von Café am Rande der Welt oder The Big Five for Life. Und diese zwei Bücher haben so krass mein Leben geprägt, dass das für mich wohl die Ehre ist, dass er mir Bücher zuschickt. Und falls ihr schon richtig lange dabei seid, habt ihr, ich weiß gar nicht, hat irgendjemand meinen allerersten Planner gekauft, den ich erstellt habe? Weil da habe ich nämlich über die Big Five for Life gesprochen. Ich erzähle es euch ganz kurz. Die Big Five for Life, das ist ein Prinzip, was John Strilecki ins Leben gerufen hat, sage ich mal. Das sind die fünf Dinge, die du erreicht haben möchtest, die du in deinem Leben erreicht haben möchtest, damit du dein Leben nach deinen eigenen Definitionen als erfolgreich ansiehst. Das können die verschiedensten Dinge auf der Welt sein. Und dieses Buch hat wirklich so krass mein Leben geprägt. Und ich muss euch ganz kurz mal das zeigen. Diesen Planner habe ich 2021 erstellt und da habe ich einfach über sein Buch geschrieben. Das Buch The Big Five for Life, geschrieben von John Strilecki, habe ich Anfang 2020 in Thailand gelesen. Also wie ihr seht, ich bin ein Langzeitfan. Und ich freue mich sehr, das ist jetzt by the way auch keine Werbung, aber ich freue mich sehr, das durchzulesen. Zeit für Fragen im Café am Rande der Welt. Ich liebe solche Bücher. Deswegen werde ich mich auf jeden Fall mal, wenn ich die Buchhaltung fertig habe und wenn ich jetzt alle Arbeit abgehakt habe, werde ich mich in ein Café setzen und Zeit für Fragen im Café am Rande der Welt. Richtig toll. Ja, ich muss jetzt auf jeden Fall echt weiter tun, weil ich gleich mal los muss zum Tanzen. You say that I. That I don't care about you, but not anymore. 'Cause you forgot about us. All you wanna do is fight, bringing me down every night. Hello, good morning. Heute ist Freitag und wir haben heute richtig viel vor irgendwie. Mal schauen, was wir heute schaffen und ob wir alles schaffen, was wir uns vorgenommen haben. Wir wollten zuerst zu einem Markt gehen, danach wandern. Wir haben eh schon die Wanderroute geändert, weil irgendwie haben wir uns eingestanden, dass alles zeitlich nicht reinpasst heute. Dann wollten wir irgendwie noch zum Ikea. Und dann ist hier noch so ein Streetfood-Market. Und ja, da muss ich noch mein Video schneiden. Also mal schauen. Das ist mein Outfit. Ich habe noch einen Pulli drüber an. Und jetzt geht's los als allererstes zum Markt. Und dann, eigentlich hätte das Wetter auch heute richtig schön sein sollen. Deswegen ist es ein bisschen doof. Und auch deswegen haben wir unsere Wanderroute geändert auf eine kürzere Wanderroute. Ja. Let's go! Let's go! Angefangen zu regnen, aber wir waren jetzt beim Markt und wir haben einmal einen Kürbis mitgenommen, eine Kürbissuppe, dann Honig, dann so ein Bauernbrot und eine riesig fette
Melanzani. Die ist wirklich riesengroß. Hier. Noch hier solche Sprossen, das sind Microgreens von Feingrün. Der Markt ist immer am Freitag beim Sparkassenplatz, für alle, die Interesse haben. Und genau, die kann man in Smoothies reinmixen, aber auch so in Salate. Das haben wir mitgenommen. Und jetzt machen wir kurz eine Pause und dann geht es direkt zum IKEA. Ist vielleicht ein bisschen stressfreier. Aber ich weiß nicht, wie oft ich jetzt beim IKEA war. Aber ich habe vor, die restlichen Vorhänge zu besorgen und eben so Kleinigkeiten. Mal schauen. Ich bin jetzt leider noch in meinem Sportoutfit, aber also in meinem Wanderoutfit. Aber ist nicht so schlimm. Also mein Wanderoutfit ist auch nicht krass wie ein Wanderoutfit. Aber irgendwie ist es ungewohnt, mit so einer Leggings rauszugehen. Ich bin wieder mal im IKEA und habe schon ein paar Sachen gekauft oder mitgenommen, die ich eigentlich nicht mitnehmen wollte, weswegen ich nicht hier bin. Spooky! Richtig cool. Eigentlich wäre schon cool so eine Halloween-Party, oder? Du willst eine Party veranstalten? Es wäre theoretisch cool. Es wäre theoretisch sehr cool, ja. Ready für Harry Potter? Weißt du, wie geil so eine Wohnung errichtet? Von Halloween lesen und dann Harry Potter schon. Das ist richtig geil. Ja. Sowas von gebackt. Mhm. Jetzt brauchen wir Rechnung, gell? Ja. Also 4,10 Meter. Wie oft passt 2,10 Meter in 4 Meter rein? Ah ja, was haben wir da? Da haben wir eine fette Stange. Eine fette Stange? 2,10 Meter. Magst du lieber eine fette Stange? 2 Meter. 4,10 Meter, gell? Das da. 4,10 Meter. Ja, brauchen wir zweimal von denen. 1, 2, 3, 4. Also 4 von denen da. Und zwei. Komm, ich helfe Ihnen. Danke. Okay. Dann, okay. Komm mal, das haben wir es richtig gerechnet jetzt. Ja, was sind jetzt die schönsten? Ja, ich finde D da. Ich würde gerne D haben. Aber ich finde es nicht schlimm, wenn du jetzt D hast. Okay. Ich warte halt auf die anderen. Das ist dann nehme ich D. Ja. Und da ist ja einfach um. Okay. Was war sie? Bei meinem Schminktisch, da gibt es auch noch so einen Lampenanschluss. Das wäre eigentlich auch toll, wenn ich da noch so ein Ding, eine Lampe habe. Weißt du, mhm. Mein? Was für eine Art? Sowas? Ja, irgendwie so. Oder sowas? Lass mal schlafen. Oder sowas? So eher Schlafzimmermäßig. Also sowas? Das ist eine Seitenlampe. Und weg ist sie. Falls jemand mal Vanessa filmt, immer von links filmen. Richtig. Mhm. Schau mal, das ist doch voll süß. Das ist süß. Das ist nimmer. Wie heißt du denn? Oder? Süß, oder? Also eigentlich bin ich gekommen wegen einem Wohnzimmertisch, aber es hat keinen gegeben. Wir sind jetzt einfach im Dialekt. Und jetzt habe ich einmal eine Lampe für die Küche und einmal eine Lampe fürs Schlafzimmer. Eine Kerze, so Aufbewahrungsboxen. Was ist das da? Hast du doch einen Vorhang mitgenommen? Na, ah, ups. Der gerade nicht rein. Bring ihn natürlich zurück. Ja. Da? Die Größe passt, oder? Dafür. Ich glaube, das ist so groß circa. Wofür? Für so eine. Ich schaue mir das an. Passt das? Ja. Bist du auch so müde? Ja. We'll be right back.
bin wieder back at home. Ich war echt erfolgreich. Also ich wollte eigentlich einen Couchtisch haben, weil das ist das, was mir echt noch fehlt. Aber ansonsten habe ich Lampen gekauft, dann habe ich so Organisationssachen gekauft. Die hier, die sind so rosa, richtig cute. Und auch noch solche Schwämme. Eine Kerze. Genau. Und die Lampen werden jetzt noch installiert. Da muss ich noch meinen Bruder fragen, ob er das für mich übernehmen kann. Und ja, ich war jetzt eigentlich echt gut erfolgreich und gehe jetzt noch zum Street Food Festival, aber vorher muss ich mich noch ein bisschen fertig machen und diesen Vlog schneiden. Das heißt, ich nehme euch dann bei einem neuen Vlog mit, also der kommt dann nächste Woche online. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich hoffe, euch hat der Vlog ein bisschen ablenken können, ein bisschen entspannen können und ich wünsche euch einen super schönen restlichen Samstag, falls ihr das am Samstag schaut. Sonst super schönen weiteren Tag. Schreibt wie immer gerne Wünsche, Anregungen in die Kommentare und dann sehen wir uns am Mittwoch wieder bei meinem nächsten Vlog. Bye!